Wir müssen ja mit dem Bielefelder Kessel auch erst lernen. Im nächsten Jahr wird es garantiert vielleicht an einer anderen Stelle sein und es wird auch ein bisschen mehr Licht hier sein. Aber ich freue mich trotzdem, dass Sie die beiden hier schon mal hören können, wenn Sie sie auch nicht immer ganz scharf sehen können. Die Deutschmeister im Damendoppel Isabel Hertrich und Carla Nette. Isabel, wir haben uns vorher unterhalten, wenn es so richtig emotional wird, hat die Carla gesagt, sie müsste dich ein bisschen bremsen. Sie brauchte dich überhaupt gar nicht bremsen, hatte ich so den Eindruck, oder? Nee, also ich bin sehr zufrieden mit meinem Spiel, was ich heute gespielt habe, deswegen war da keine emotionale Gefahr und ja. Und Carla, gestern langes, langes Spiel, heute war es irgendwie ein ganz anderes Spiel. Hast du das auch so empfunden? Das war viel mehr mit Druck, gar nicht so lange Ballwechsel. Aber wir haben beide vorhin auf die Uhr geguckt, trotzdem 42 Minuten. Ja, also ich glaube, das war eine gute Werbung fürs Damendoppel. Ist halt immer lang. Ja, wir freuen uns, dass wir uns auch nochmal steigern konnten. Ich glaube, das war jetzt auch unsere beste Turnierleistung. Die mussten wir aber auch zeigen, um gegen die beiden zu gewinnen. Und ihr dürft drüber klatschen jetzt nochmal für die beiden, die ihr findet. Und Isabel, war das jetzt vielleicht doch ein kleiner Vorteil, dass du heute nur dich aufs Damendoppel konzentrieren musstest? Ja, vielleicht. Also ich hätte auch gerne noch nichts gespielt, aber ja klar, man ist natürlich trotzdem ein bisschen frischer und kann den Tag anders gestalten, um sich wirklich auf das Damendoppel dann zu vorzubereiten. Und Carla, jetzt gibt nur noch Fokus EM, oder? Auf jeden Fall, ja. Da kommen aber noch einige Turniere dazwischen, die für uns sehr wichtig sind. Ja, wir geben Gas. In diesem Sinne, ihr gebt noch mal Gas für die beiden jungen Damen hier, Isabel Hertrich und Carla Nette.